Halt! Lasst meine Kollegen noch in Ruhe hier. Wer uns so abschießt, der kriegt's zurück. So, nimm das, Freundchen. Du bist ein Bulle? Genau. Kriminalhauptkommissar. Und jetzt ab. Ach, hier drin. Hier. Jo, ich bestell schon mal einen Container. Jo, ich bestell schon mal einen Container. Ja, ich hab keine Kameras mehr an Bord, aber da drüben kann ich hier mit der Kamera holen. Okay. Ja, Kamera installiert und aktiv. Verstanden. Big Brother is watching you. Herr Gerkan. Eingang Notruf wegen Diebstahl. Täter mit gestohlenem Fahrzeug auf der Flucht. Alle verfügbaren Wagen sofort die Verfolgung aufnehmen. Semir, Ben, die Staatsanwaltschaft hat sich gemeldet. Sie wollen den Mann in U-Haft, den Sie zuletzt verhaftet haben. Können Sie bitte den Gefangenentransport begleiten, gut, Chefin, und die Akten ab... Wir kommen ja. Wir eilen. Aber jetzt will ich doch noch kurz den Standort da hinten aufdecken. So viel Zeit muss sein. Schau mal, der Wagen da vorne. Irgendwie habe ich bei dem ein komisches Gefühl. Also du und deine Gefühle. Aber gut, lass uns mal hinterherfahren. Die Ecke ist ganz schön schmutzig. Ja. Ab jetzt nicht mehr. Aha, treffen sich also bei Krumm und Schief. Ist ja origineller Name. Einmal. Yay, yeah, speed up. Mensch, schau mal da. Wieder eine Funkzelle. Du hast ja so recht. Wieder einer auf die Zelle, Ben. Oh mein Gott. Ach, da hoch. Die Ecke ist ganz schön schmutzig. Wanderkisten. Kisten, überall Kisten. Oh, vier Mitglieder. Semir? Ja. Ben, seid ihr startklar für den Transport? Los geht's. Kann losgehen. An alle Wagen! Uns verfolgt ein Wahnsinniger, der uns mächtig unter Druck setzt. Wenn uns nicht bald jemand hilft, haben wir nur noch ein Wrack. Hier die Zentrale. Eine der Überwachungskameras liefert kein Bild mehr. Und wieder Papierkram. Ah, diesmal fährt er anscheinend eine andere Strecke. Mal gucken, ob es schneller geht oder genauso lang dauert. Was hat denn der Gefangenentransport gemacht? Transporter gemacht. Fahr doch rückwärts! Oh, was ist denn der Chef? Soll ich ein bisschen in die Seite fahren? Ach komm. Sollen wir ihn doch mal behilflich. Ich brauch nicht gerade vor. Sie halt den da wegschieben. Jetzt fällt ihm ein, ach, ich könnte ja auch mal rückwärts fahren. Ah ja, das ist doch auch mal eine Möglichkeit. Oh, jetzt hängt er. Ach, der ist doch auch bescheuert, der Fahrer, oder?
geht's auch endlich mal weiter. Hilo. Hallo, ich müsste ja auch noch mal runter. Scheiße. Alle Plakate mal weggefetzt. Also dieser Fahrer. Also, ja. So. Und vorbei mit der Hightech-Überwachung. Da wäre der auch schon gegen den Baum wie ich. Die machen aber auch echt alles kaputt. Der ist ja genauso dumm wie der Gefangenentransporter. Jo, also wir haben heute ein tolles Angebot. Also ein Zimmer für zwei, Sammeldusche, Großküche und betreute Wohngemeinschaft mit Stacheldraht drumherum. Wisst ihr, ich komme sofort vorbei. Das ist ja das schön. Paket ist unversehrt zugestellt. Aber irgendwie nehme ich jetzt auch mal ein anderes Auto. Oh, also wir haben schon genug Informanten, wie ich gerade sehe. 22 Standorte jetzt schon aufgedeckt. 15 U-Haft, noch 41 aktive Mitglieder. Aber Kameras haben wir schon ordentlich. Vielleicht sollten wir doch nochmal... Ach nee, ich mache jetzt lieber noch ein bisschen im Stadtgebiet. Da ist mit dem Standort ein bisschen... So, wo soll ich denn... Beim Museum... Diesmal ein Alligator, nicht den Polizei. Ja. Da lassen sich die Gegner leichter umdrehen. Oder stoppen. Wie viele Standorte haben die eigentlich? Ich glaube, es waren über 100, die sie haben, ne? Also, ja. Ja, vorne. Ben, soll ich dir was sagen? Sag mal was. Ja, sag mal was. Ein Hoch auf die Hightech-Kameras. Damit bleiben uns die langen Nächte im Auto erspart. Ich denke, wir sollten den Typen beschatten. Vielleicht finden wir ja einen Grund, ihn kennenzulernen. Du bist aber sehr anhänglich heute. Vielleicht finden wir einen Grund, ihn kennenzulernen. Ihr habt recht. Die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Super! Mit der Kamera drehen wir unseren nächsten Werbespot für die JVA. So, dann sollte jetzt die Kamera mal alles Wichtige aufnehmen. Ein Hoch auf die Hightech-Kameras. Der ist aber recht zügig unterwegs, der Gute. Ranhängen? Ranhängen? Ben, ach, hast du auch so einen komischen Geruch in der Nase? Dann sprüh doch mal mit deinem Anti-Verbrecher-Deo. Halt! Hier geblieben. Kommt der uns hinterhergefahren hier rein? Wie unauffällig. Ich habe gedacht, wir sind auch Mitglieder. Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja. Den hätten wir auch. Mit Pauken und Trompeten. So, dann sollte jetzt die Kamera mal alles Wichtige aufnehmen. Na, warte mal ab. Ich glaube, heute kommt noch ein Krimi. Sag mal, das ist doch bestimmt ein Versteck hier, oder? Das sieht ganz danach aus. Ah ja, das sieht ganz danach aus. Ups, da oben ist ja noch ein Standort. Ach, hier trifft sich also der Untergrund. Unübersehbar. Ein Syndikatstützpunkt. Mit deiner fetten Limousine fährst du mir nicht noch einmal rein, Alter. Ja, verstanden. Unter Dom, gehen wir nochmal schnell in die Kirche. Zentrale an Cobra 11. Bitte kümmert euch darum, dass der Gefangene hier in unserer Zelle in die Haftanstalt überführt wird. Die Staatsanwaltschaft möchte den Mann in U-Haft haben. Ja.
Ja. Zentrale an alle. Überfall auf eine große Luxuslimousine. Oh. Alle verfügbaren Einheiten sofort zum Einsatz gegen die Angreifer. Gegen die Angreifer? Nein, das war halt nichts. Also besser kann man eine Überwachungskamera wohl kaum platzieren. Damit bleiben uns die langen Nächte im Auto erspart. Ach, hier trifft sich also der Untergrund. Na, hier ist aber ordentlich Betrieb. Da war doch gar nichts los. Da hat sie mir das ironisch gemeint. Ach, vielleicht haben sie auch falsch verstanden. Überwachungskamera läuft! Ei, ei! Haben verstanden. Machst du einen Imbiss? Die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Big Brother is watching you. Immer diese Garagen. Immer da treffen die sich. Die Ecke ist ganz schön schmutzig. Na, schau mal einer an. Hier hat sich das Syndikat auch eingenistet. Hier auch noch, oder wie? Nee. Ups. Ja, die Bäume. Wow, wow, wow. Na, was haben wir denn hier? Wenn das kein Unterschlupf des Syndikats ist, fress ich einen Besen. Na dann, guten Appetit, Semir. Und dann war es das jetzt auch mit meinen nächsten, ich glaube, waren vier Teile jetzt genau, die ich jetzt hier noch... Hier die Zentrale. Eine der Überwachungskameras liefert kein Bild mehr. Ach, ich verstehe, mit... Kamera kaputt, Überwachung ja, im Eimer. Ja, also... Wir haben es auf jemanden abgesehen, ist gut. Der jede zweite Verkehrsregel mit okay, Arten. Dann malen wir Herzendruck aufs Gaspedal. Also, ja, dann war es das jetzt mit meinen nächsten vier Teilen. Ja, bald kommen dann wieder neue und ich hoffe, sie haben euch gefallen und kommentiert und abonniert. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Line Gamer.